Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 3 Abenteuer Bowser featuring Crash 45 Itinen. Unsere Jagd nach dem Finsterstern, der sich nun in Bowsers Körper befindet, geht weiter. Und ja, jetzt müssen wir erstmals wieder einige seiner bösen Antikörper bezwingen. Und er zerteilt sich. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das gibt auch Erfahrungspunkte. Ja, der schießt dieses Mal schneller. Ne, also was ich sagen wollte, die meisten Gegner sind natürlich jetzt von den Finstersternen. Oh, wir haben die 20.000. Ja, nice. Das bedeutet, wenn ich das hier fertig habe, können wir auf der Stelle einkaufen gehen. Oh. Ein kleiner Ballermann. Das sind natürlich noch Überbleibsel von Finsterstern. Ähnlich wie zum Beispiel die ganzen... Wenn wir das jetzt mit Sonic Unleashed vergleichen würde, sind das nämlich genauso wie der Finster Jeep oder diese Finster Gas, sind das alles Teile von... Übrig gebliebene Teile von den Kräften des Finstersterns, ja? Der Finsterstern ist so mächtig, dass er auch nur ein kleiner Teil, welcher übrig bleibt, Feinde erschafft. Also zum Leben erwachen kann und zu kleinen, miesen Gestalten werden kann. So, jetzt ist hier behutsam sich durchbewegen. Denn das hier ist elektrisch geladen. So, gib mal her ein bisschen das Geld. So. Schön aufpassen. Nein! Autsch. Ah, da wollte er nicht stehen bleiben. Verflixter Lift. Oh, das war knapp. Hallo? Boah, Mann! Das ist echt nicht einfach zu steuern. So, jetzt aber Konzentration, dann klappt das schon. Da muss ich also mal kurz ein bisschen still sein. Aufpassen, mein Freund. Ah, verdammt nochmal. Alter, das wird immer enger hier, die Geschichte. Ich hab doch drauf getippt. Herrgott, Mann. Nur weil ich vielleicht um einen halben Millimeter verfehle, wird der Befehl nicht anerkannt. Ich habe eigentlich nicht auf die Seite geschoben. Ich habe den Touchstift nicht vertikal gleiten lassen. Ich habe drauf getippt. Verdammt nochmal. So, hier durch. Hallo, stehen bleiben! Ich tippe die ganze Zeit drauf! Oh, ist das nervig! Weil manchmal der scheiß Touchscreen zu dämlich ist, einen klaren Befehl zu erkennen. Wow. Sind wir bald mal durch hier? Sieht ganz so aus. Okay. Oh, endlich geschafft. Mein Gott, dieses... Das ist echt eine Qual. Ich hoffe, das müssen wir jetzt gar nicht mehr machen. So. Auf den können wir leider Gottes keinen Primitivschlag... hätte ich doch, vielleicht, wenn ich von oben gekommen wäre.
Oh Mann, das werden immer mehr. Okay, ich muss erstmal die Leiste aufladen. Nein! Kein Excellent. Scheiße. Und schon wieder nicht. So. Okay. Erwischt. Er ist zum Glück nicht schnell genug, um uns zu attackieren. So, jetzt möchte ich aber einen Excellent schaffen. Jawohl! Jetzt schnell. Obwohl, wenn eine Gegner weg ist, dann zählt es nicht mehr, oder? Ach. Verdammt, ich glaube, dass ich da jetzt nicht die vollen Erfahrungspunkte kriegen würde. Verdammt. So. Okay. Okay. Nehmt. Nein! Es soll kein Okay sein. Es sollte ein... Oh, starker Sprung werden. Pff, zu früh. So. Na, doch. Fast 3000 Erfahrungspunkte. Das kann sich doch sehen lassen. Hm. Wow, es werden immer mehr und mehr. Aber das ist auch gut für mich und meine Erfahrungspunkte. Am Ende möchte ich doch mindestens Level 35 mit jedem haben. Auf die Level 40 schaffe ich es wahrscheinlich nicht mehr. Selbst wenn ich jedes Mal das öfter in den Orden einsetze. Am Ende muss ich halt gucken, dass ich den Orden-Effekt umkehre, weil beim Endboss wird das nicht mehr benötigt. Alter, es wird schon zu viel. Wie viel halten die eigentlich aus? Alter! Nein! Okay, den hätte ich jetzt damit gleich killen können, verdammt. Geht mal sterben! Knapp 2,5k Erfahrungspunkte. Ist wirklich nicht schlecht, so. Und es kommen immer mehr Gegner. Wundernuss und Wonderpilz Deluxe, nice. Ups! Landet Lucia auf ihn drauf. Bam! 4 von der Sorte. Die Teleportertür müssen aber dieses Mal sie komplett erledigen können. Okay, einer ist schon mal schwindlig. Einer ist mal so richtig außer Gefecht gesetzt worden. Ich hab doch beide gedrückt! What the fuck? So hat das nicht gezählt! Ich hab beide Brüder gedrückt, ich schwöre! Gleichzeitig. Ach. Ist ja, ihr denkt mal wahrscheinlich wieder, typisch, Ausrede. Aber es ist so. Wahrscheinlich habe ich sie nicht in den richtigen Winkel gedrückt. Was weiß ich? Die SP zu erhöhen lohnt sich eigentlich fast nie. Weil da nie gute Zahlen dabei sind. Ja, die Verteidigung hat noch ein, zwei gute Zahlen. Also, ne, die Geschwindigkeit eher nicht. Der Bart aber. Die kritische Trefferrate wird halt erhöht. Verdammt, der kommt da nicht hoch. Nein! Nicht wieder runterfallen! Bleibt da oben! Luigi! Komm da mit, bitte! So, sind wir jetzt endlich mal oben. Können wir jetzt
Was zum Teufel? Wie komme ich denn da jetzt nach oben? Bin ich denn vorher auf den Block aufgekommen? Ah, oh Mann, Luigi! So, jetzt aber. Nee, was? So, jetzt aber. Gib her das Sternbonbon. Meine Friesen. So. Da ist noch ein Spacko. Ein kleiner. Das Gebiet ist immer noch. Braucht noch eine Weile, bevor wir es komplett erkundet haben. So, zack. Ach Mist. Na gut, ich probiere es mit der Kreiselröhre. Mit der hatte ich damals mal beim Üben Erfolg gehabt. Vielleicht schaffe ich es auch so wieder. Luigi? Mario? Nochmal Luigi? Mario? Mario? Luigi? Luigi? Nochmal Luigi? Jawohl! Damit habe ich echt. Damit komme ich ganz gut zurecht bislang. Ich habe da wirklich gute Augen in der Situation. Ah! Ich sollte am besten meine Klappe halten. Oh, man! Wo führt die rote Röhre nochmal hin? Ich hätte es auch so geschafft. Wow! Verflixt! Unsere Kraft ist zu stark! Verdammt! Jetzt sagt er, dass ich noch mehr genetische Codes von Bowser ein und ja. Diesmal hat er die Panzerpresse drauf. Flix noch eins. Und er ist wieder entwischt. Der Finsterstern eignet sich nach und nach Bowsers Fähigkeiten an. Müssen ihn beim nächsten Mal unbedingt aufhalten. Luigi, reißt sie zusammen, es ist vorbei. Let's go. Okay. Gut. Oh, okay. Das geht anscheinend nur so. Hau ruck. Abkürzung erschaffen. Und weiter. Noch mehr Gegner. Och. Oh je. Nicht gut. Na gut. Aber nicht schlecht hier. So. Oh ja. Ohren-Effekt kann man wieder nutzen. Ah, aber da zerspalten sie sich wieder. Heilige Scheiße. Schon sind sie wieder zu viert. Alles auf Luigi und einmal auf Mario. Okay. Ich habe es einmal ein bisschen verpeilt mit dem Timing. Aber ich wusste, wen er genau jedes Mal, wenn sie jedes Mal genau angreifen wollten. Die zerspalten sich jedes Mal und es gibt ja nicht mehr Erfahrungspunkte. Reflex und zugenäht. Ihr seid echt lästige Burschen. Luigi, Mario, Luigi, Mario. Wechselt sich immer aus und am Ende zweimal Mario. Ach je. Jetzt reicht's aber mit euch. Luigi übernimmt das jetzt. Hier, mit. Soll ich mal ein paar Dautz-Meteor wieder rausholen? Ach, ich probier's. Ich riskier's halt. Beim letzten Mal Offscreen-Training ist es mir gelungen, ihn einzusetzen. Oh oh. Achso, so geht's auch. Okay. Ah, verdammter Partouts-Meteor.
Wow! Immerhin ein Sternbonbon. Okay. Level up für Mario. Und nochmal sehen, ob er auch jetzt mal wieder Glück hat bei den Stats-Erhöhungen. Okay, der Bart geht auch nicht mehr. Geschwindigkeit auch nicht. Die Angriffskraft. Es gibt keine guten Zahlen mehr. Nirgends mehr. Okay, dann muss ich jetzt ab jetzt nur noch eine 3 schaffen jedes Mal. Oh, verdammt. Ah. Oh. Haha. Das war eine Niete. Oder wie nennt man das? Blindgänger. Oh, jetzt habe ich Mario nicht geheilt. Ja, aber Luigi kann immer noch. Er sollte auch mal wieder seine SP verbrauchen. Zum guten Zweck. So. Und hier. Zack. Volle Kanne. Troff hier. Bäm. Und zack. Okay, er ist down. Weg mit dir. Das Monster an sich können wir leider nicht bezwingen. Also den... Wie sagt man? Benutzer der Kanone. So. Da gibt es dann das Item. Okay, ich könnte wieder... Gummiball. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Wow, das macht auch immer noch ganz schön viel Damage. Klar, ich meine, die Attacken werden natürlich stärker, je stärker der Charakter wird. Wow, das hat sich beinahe verpeilt hier. Okay, das wär's. Down! Nice und Wundernuss. So, gibt's jetzt sonst noch was? Münzen. Wofür die Röhre bitte schön hin? Oh, endlich die letzte Blockade lösen. So, damit haben wir nun vollständigen Zugang zum Speicherraum. Und können jederzeit jetzt zum letzten Raum hier abkürzen. Also zur letzten Stelle, die anscheinend noch übrig ist. Ah, wir sind fast am Ziel. Wir haben fast den Boss vor uns. Ja, es wird ein weiterer Bosskampf geben. Kann ich schon mal so viel dazu sagen. Hä? Wie komme ich denn an die Items ran? Wie kann ich denn besser springen? Okay, das geht. Ja, komm schon. Hol dir doch den verdammten Block. Wieso geht das jetzt nicht? Also. Sagen es jetzt alle? Ich hoffe es. Ach, das ist echt nervig. Da kann man... echt nur mies, saumies springen. Das Timing verkacke ich jedes Mal. So, bleiben wir mal kurz stehen. Ich will mir die harten Socken mal angucken. Was sind das? Wird Verteidiger um 20%. Sehr interessant. Könnte ich die Defensive ganz schön pushen, aber nein. Lass mal's. Begeben wir uns jetzt lieber gleich auf der Stelle zum Boss. Ich müsste dazwischen nur die beiden Brüder noch heilen. Vorher gibt es ja noch ein paar Gegner zu besiegen, bevor ich das tun kann. Ups.
So, Luigi. Benutzt wieder den Gummiball. Okidoki. Zack. Und hier. Immer feste drauf. Ja. Yeah. Die Erhöhung der Bärte macht sich bezahlt, wie man sehen kann. Wir landen wirklich so viele tolle Treffer. So. Und tschüss. Vielleicht erreichen wir noch mal ein Level up, bevor wir gegen den Finsterstern antreten. Ah, ich hab's gespoilert, ja. Der Finsterstern wird unser nächster Boss sein. Führt das jetzt hin? Das ist noch diese gelbe Röhre. Achso, ein Rücksetzpunkt. Das ist praktisch. So, wir sollten das Wasser gefrieren lassen, damit wir hier rüber können. Und den nächsten Gegner uns vorknöpfen können. Bam. Zack. Oh Mann, wieder ein ganzer Haufen von denen. Oh. Können aber mit einer Sprungattacke bezwungen werden. Oh yeah. Oh Mann. Jetzt sehen wir ihn mal attackieren. Und die werden dann unsichtbar vorher, bevor sie einschlagen. Das ist fies. Ups. Okay. Passt. Ja, ich setze das noch später ein. Beim Boss. Ja, aber da ich gespoilert habe, muss ich zur Strafe noch in diesem Part den Boss mit euch bekämpfen. Wir sind ja nicht mehr weit entfernt, noch diesen Raum. So, hier ein Wiederwecker. Gibt's auf der anderen Seite auch noch was? Vielleicht eher... Ich vermute eher nicht. Also ein Level-Up werden wir wahrscheinlich nicht mehr erreichen, weil der nächste Raum... Ich möchte drauf wetten, ist ein Speicherraum. Ist auch ein Rücksitzpunkt für nichts. Aber okay, wenigstens werden wir hier wieder zurückgesetzt. Wir brauchen also nicht extra nochmal hinlaufen. Moment. Aha! Okay. Wo führt uns das jetzt hin? Bestimmt zu einem besonderen Item. Aber auch zu einem Gegner. Komm her! Sternhose? Ey, nice. Freue ich mich schon auf den Einsatz dieser Hose. So. Immer feste drauf. Rapp. Nur, ich muss auch noch irgendwie managen. Was auch noch erledigt werden muss, ist... Wow, das letzte Attackenfragment zu bekommen. Es fehlt uns dann immer noch eins. So, tschüss, Kowski. Vielleicht erreichen wir doch noch ein Level up. So, was ist das für eine Sternhose? Komm schon, zeig mir, zeig mir, zeig mir. Wow! Das erhöht die Verteidigung noch besser und... Gibt es unter dem noch einen KP und SP-Schub. Also beinahe so gut wie die perfekte Hose. Her damit! Na also, schon kann Mario fast wieder mit der Königshose von Luigi mithalten. Also mit der perfekten Hose. Königshose ist ja schwächer als Sternhose. So, wir sind anscheinend jetzt da. Gibt es noch eine Wundernuss und hier ein Wonderpilz Deluxe obendrauf. So, das wäre jetzt eigentlich der reguläre Weg gewesen. Sehr gut, wir sind angelangt. Es wird nun Zeit, dass wir uns den Finsterstern vorknüpfen. Ich hoffe, ihr seid bereit, Leute. Jetzt geht's richtig zur Sache. So, alle sind vollständig geheilt. Die Blockkatze müssen wir natürlich auch noch abgeben, den nächsten. Ich glaube, es gibt noch einen weiteren großen Gegner, bei der noch eine weitere Blockkatze enthält. Ich glaube also, wir haben jetzt insgesamt 15 Blockkatzen. Es fehlt also noch irgendeine irgendwo.
So. Na denn? Schnappen wir ihn uns! Wow. Der Ort ist von einer seltsamen Aura umgeben. Buchstäblich. Seid ihr bereit? Wenn euch doch nicht bereit wird, können wir noch etwas abwarten. Dürfen wir uns jetzt auf keinen Fall fehlen lassen. Seid stark. Ich bin bereit. Wir können loslegen. Oh, war ja die Aura. Nicht gut. Ach, dann los. Schnappt wen uns. Nichts wie rein. Er sammelt gerade Energie. Er spaltet sich. Und verteilt sich in Bowsers Körper. Wartet! Es ist so gefährlich, hier weiterzugehen. Allerdings. Auweia. Der Finsterstern. Oh, weil er setzt eine Saugattacke ein. Er hat sich bereits in eine Kopie von Bowser verwandelt. Luigi, halt dich fest! Nein! Bäh. Ups. Gut gefangen, Mario. Was hat er bloß vorgehabt damit? Oh, weil er. Ich meine, er hat Luigi eingesaugt und gleich wieder ausgespuckt. Oh, weia. Er ist wütend. Dann los. Bosskampf gegen den Finsterstern. So, und diesmal Erfahrungspunkte. Ja. Puh. Fangen wir gleich mit der Teleportertür an, ne? Die macht am meisten Damage. Dann mal los. Immer feste drauf. Oh nein. Er kann keinen Schaden erleiden. Es bringt nichts. Wir können nicht attackieren. Nichts nützt etwas gegen ihn. Er ist zu mächtig. Wir können ihm nicht Schaden zufügen. Was ist da nur los? Egal was wir machen, wir hauen drauf und er tut sich nichts. Jetzt zerspaltet er sich. Oh ja, das ist dann später König Buhus Move. Verdammt, zu spät. Ach, verdammt. Ey. Wenigstens diese Viecher können wir noch bezwingen. Na, wartet. Alter! Okay. Wir leben als wir. Ups. Jetzt greift er unsere Schatten an. Also, jetzt hat er unsere Schatten angegriffen. Okay. Das Ding ist bereits tot. Das können wir jetzt noch versuchen zu töten. Aber er holt sich eine Bombe. Was? Das Ding ist eigentlich tot? Kann es noch... Oh! Wir konnten doch noch Schaden zufügen. Ups. Nein, verdammt! Ich habe mein blödes Reaktionsvermögen. So. Okay. Der erste Angriff geht auf Mario. Ah, verdammt, ey. Timing verkackt. So, aber jetzt müsste er angreifbar sein, ne? Nein? Was zum Teufel? Also nur auf die Art und Weise...
Oh je, da schleicht es. Da hätte ich selber auch Schaden. Ach, ich darf die Bombe nicht attackieren. Und das ist jetzt die Gelegenheit zum Angriff. Wenn er in dieser Form ist, dann ist er angreifbar, wie es scheint. Das muss es sein. Die Gelegenheit zum Attackieren. Ich hätte natürlich jetzt den Orden gleich wechseln können, um meine Angriffskraft stärken zu können, sobald die Ohrenleiste wieder voll wäre. Ach, verflixt. Was hätte ich eigentlich tun sollen? Leider nicht daran gedacht. Aber egal. Wir machen ihn jetzt die Hülle aus. Verdammt, ich habe doch noch gedrückt. Egal. Ganz schön viel Schaden gemacht, das passt schon. Oh oh, jetzt erwacht er wieder oder nein? Er greift einfach nur an. Okay. Solange er geschwächt ist, müssen wir ihn volle Möhre 1 auf den Deckel geben. Also ich merke mir, die Bomben dürfen nicht attackiert werden. Nur der kleine Finsterling, der darf auf ihn zurückgeschlagen werden. Weil, da haben wir ja gesehen, was es dann macht mit ihm. Ist das zu fassen? Ist er tot? Alter, wie schnell sterben eigentlich die Bosse? Habe ich auf irgendeinen leichten Schwierigkeitsgrad gestellt? Boah! Die vollen 9999 Sternhose D! Kann die Erfahrungspunkte gar nicht mehr erhöhen! Das wusste ich gar nicht mehr! Also ich habe zwar schon das Spiel des Öfteren durch gehabt, also mindestens ein, zwei Mal, und ich habe sogar ein Let's Play, ein komplettes nochmal davon gesehen, aber davon wusste ich wirklich gar nichts mehr. Das Wahnsinn, ey. Fuck. 9999. Ja. Ist er total gestört. Wow, was zum... Ah, nein! Da wären so gute Zahlen dabei gewesen. Das ist doch nicht sein Ende. Nein, er verteilt sich immer noch. Noch ist er nicht tot. Hm? Was ist das für ein Geschmack? Blabbel. Oh oh. Er hat sich entfernt und hat sich manifestiert. Was? Was? What the hell? Ich habe deinen Körper kopiert, deine Kraft ebenso. Was willst du? Mich kopiert? Einfach so eine Hauptkopie? Na, warte! Nicht genug. Nicht genug Kraft. Was? Nicht genug? Nicht genug finstere Kraft. Kraft wurde abgesaugt. Kraft ist nicht vollständig. Ja, ein Teil der Kraft, hat sich nämlich Krankfried einverleibt. Abgesaugt? Krankfried? Der ist dafür verantwortlich. Wer hat meine Kraft? Das weißt du nicht mehr, das war doch Krankfried. Achso, er war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich wach. Sie. Nein! Nein. Hey, was ist Spitz gehört mir? Finsterstern, Dien, wo bist du? Ich werde dir den Rest deiner Kraft einverleiben. Diese Stimme. Oh, genau, ich erinnere mich. Er war es, der meine Kraft abgesaugt hat. Ha! Halt! Prinzessin für das Beimarkenzeichen. Einer von meiner Sorte reicht, den will ich zeigen. Und dann macht er endlich den Weg frei. So, Leute. Jetzt gibt es dann nachher nur noch eins zu tun, aber das machen wir dann im nächsten Part. Ja.
Und wie immer gilt es, wenn es dir gefallen wurde, dies zu bestätigen, mit einem Daumen nach oben. Dann sind wir wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, seid ihr wieder mit dabei, seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Vorfick, Etina, bis zum nächsten Part von Let's Play. Machen durch die drei Abenteuer Bowser. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.